Weiter geht es mit einer neuen Folge Dead Island Riptide mit Betagott. Ja, was geht? Hi, so fragend. Was hältst du da? Einen Stock mit einer Dose? Das sieht ein bisschen so aus wie irgendwie eingelegter Fisch. Nein, ist irgendwie ein großer Hammer. Der große Fischhammer. Das ist ein gewaltiger Hammer. Und beim letzten Mal am Ende versprochen, es geht heute weiter. Schau mal, es geht weiter. Wow, Moment, die Minen sind alle wieder gespawnt. Stimmt. Ich stecke irgendwie hier zwischen den Säcken fest. Zu viele Sandsäcke für dich. Nice. Alles klar, alle. Ich glaube, es war einfach nur noch, es war glaube ich nur noch eine, die hier war irgendwie. Ah, hier drüben sind aber auch welche. Okay, ein paar noch. Palanoi eben. Palanoi. Erstaunlich nach, aber wir können raus. Wir können nämlich hier raus. Aber müssen wir da lang. Ich hau den noch weg. Kümmere mich ganz schnell drum. Tu das. Oh, hier noch den nächsten. Double Kill, Double Wrestler macht er. Dat Beast. Dat Beast, Alter. Einfach wegplunchen. Alter, Dat Beast. Wegplunchen, Mann. Captain Plunge. Captain Plunge, das bist du. Ich habe Plakate von dir gesehen, Mann. Das haben sie dich auch beim Footballspielen damals genannt. Captain Plunge. Alter, Captain Plunge wäre aber echt ein geiler Name, oder? Irgendwie schon. Oh, warte, hier ist Munition. Brauchst du Munition? Hier ist Munition. Ist irgendwie seine Superkraft, in dem Kinderplanschbecken nicht zu ertrinken? Ich kann da schon ganz alleine rein. Ja, ohne Gurt. Ohne Mami. Ohne Gurt und ohne Mami. Ohne Kinderleine. Die gibt's ja wirklich, die Kinderleine. Alter, Kinderleine, Mann. Das ist eher, Mann. Ich habe auf der Straße mal einen gesehen. Ist geil, oder? Die Kinderleine. Ich dachte immer, das wäre ein Joke. Also so ein Ami-Ding und ein Joke. Nein, nee, es gibt's ist auch real. In Deutschland. Das gibt's auch in Deutschland. Auch in Deutschland jetzt. Kinder an der Leine. Ich meine, manche Kinder müssen auch an die Leine, sorry. Das stimmt, ja. Aber es sieht trotzdem albern aus. Ey, wir müssen immer noch hier die Nulode. Ja, stimmt. Ich frage mich ja immer noch, wann der Kinder-Taser rauskommt. Den gibt's doch schon. Kinder-Taser? In Amerika gibt's einen Kinder-Taser, ja. Der nur irgendwie 20.000 Volt. Naja, damit eben Kinderherz nicht stehen bleibt. Ich wollte gerade sagen, Mann. Der sieht aus wie Gollum, der Kollege. Slawischer Gollum. Was ist mit dem los? Wo war denn hier? Warte mal, hier ist der Strom. Auf der anderen Seite. Kann man hier einfach Meter durchspringen oder denkst du, ich sterbe? Gute Frage, wo willst du denn hinspringen? So. Ja, geht. Okay. Was machen wir da drüben? Ja, dann sind wir direkt hier. Die Nulode war doch direkt hier vorne. Okay, war das. Ja gut, ich hab wieder gerade. Oh fuck, was ist das? Oh fuck, das ist der Typ mit dem Helm. Hoch in den Augen. Alte das ist Frau. Der Typ mit seinem Helm. Das ist kein Helm, das ist ein Gehirn. Wie auch immer. Helm, Gehirn, fast das gleiche. Nein. Du weißt, der brüllt hoch, ne? Wie, der brüllt hoch? Ja, der brüllt einfach hoch. Hat ein lautes Organ. Ich spuck dir auf den Kopf. It's not important. Listen, since you're here, I could use a coil. A good electric coil. I'm sure the soldiers over in the base have more than they can use. Ach nein, es müssen wir da wieder hin, oder wie? Ah, oh, shit. Nochmal in die Basis gehen. Nochmal aufs Minenfeld. Scheint so. Okay. Nochmal in die Militärbasis. Was will er? Irgendein Elektro-Ding? Ich hab nicht zugehört. Mal gucken, was die leuchtet. Tot? Ja, die Alte ist stiften gegangen. Keine Ahnung, wo die hin ist. Plötzlich war sie weg. Da vorne. So eine Alte, sie kotzt, die aus dem Altersheim ausbrechen will. Alter, Kotzen ist King. Kotzen und Strom. Kotzen und Strom ist eine gefährliche Kombi. Oh. Ah, no. Aus. Böser Hast du gestompt oder wie von denen? Seine Bikini vom Körper schneiden. Moment, welche Mission machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendeine aktiviert. Ich habe gerade, was habe ich denn aktiviert? Ja, wenn, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz schnell da hinten zu der Basis hin, oder? Das wäre dann Erinnerung? Erinnerung, ja. Erinnerung, okay. Oh nein, wir müssen sogar nochmal rein. Oh shit, komplett rein. Wie es scheint, ja. Na gut. Wohl. Bereite deine Hoden vor. Ich habe die Margarine. Das könnte ein ganz schöner Trip werden, Alter. Aber es ist nicht so ein angenehmer Trip wie irgendwie nach Amsterdam am Wochenende. Nee, nee. Deutet, da sind jetzt auch wieder jede Menge Freaks, ne? Wahrscheinlich, ich denke, ja. Mal spawnen. Ziemlich sicher, wenn wir da durch den heiligen Anus gehen. Definitiv, ja. Oh okay, nein, der Anus der Erleuchtung.
Aber wenigstens sind können die ganzen weg. Ja, stimmt, stimmt. Das heißt, wir können eigentlich also es wird wahrscheinlich schnell, ja. Wir sprinten durch. Aber hier links durchsprinten. Renn, 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 renn. Renn. Ich bleib nicht stehen. Renner Sam. Ich hab keine Ausdauer. Ah, hier. Ich geh auch rein. Nicht. Geh rein. Alles gut. Kommst du? Okay. Ich dreh mich rein. Ich dreh mich rein. Ballerinisieren. Aber Stil bewahren, ja. Du willst auch in der B-Note gut aussehen. Okay, ist gar nicht so weit entfernt, irgendwie 30 Meter. Wobei, 30 Meter kann in Bürogebäuden halt auch relativ viel sein. Nachdem wie verwinkelt. Oh, sind das viele! Ich hab's mir auch gerade gedacht, wie immer die weitergegangen ist. Nope. Okay, du musst hier eh wieder zurück. Du holst das Ding. Ich mach den Weg sauber. Okay. Oh, ich bin ja gerade, warte mal. Eingeschlossen. Da muss ich lang. Komm gleich. Alter, hab ich ihn umgeschrubbt. Oh shit. Sergeant Pepper. Nicht heute, Dude. Okay, ich such irgendeinen Scheiß. Das ist wahrscheinlich im Hinteren. Oh, fuck me. Vielleicht. Okay, ich brauche unbedingt meine geliebte Shotgun. Ja, ohne die macht's echt keinen Spaß. Willst du nicht mal machen, na Löchchen. Fertig mit fetten Stein. Alter, wie schnell ich nachladen kann. Oh, ich hab's, ich hab's. Ich spule. Das war's. Hast du mal meine Nachladefähigkeiten gesehen? Deine Nachladefähigkeiten? Hast du extrem flinke Hände oder? Extrem, wo bist lässt du? Lässt alles fallen. Alles gut, wir können wieder raus. Guck mal hier, Achtung, ich lade mal nach. Obwohl, die muss erst leer sein. Dann ist es witziger. Das ist witziger. Du machst es wie Postal, einfach irgendwie eine komplette Packung draufhauen und gucken, was drin bleibt. Jetzt sind auch wieder die Dicken da, ne? Oh ja. Gut, ich meine, Dicke können nicht schnell rennen. Dicke können nicht schnell rennen. So, jetzt schau mal zu mir. Komm mal zurück. Und jetzt guck mich mal an. Pass auf. Ja. Oh, oha, oha, wir haben Fiddleness. Holy shit. Krass, oder? Was zur Hölle? Der Mann kann nachladen. Alter, wie der Ellenbogen von einem Geiger. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab echt Ahnung vom Nachladen. Du weißt halt, wo die Kugeln hin müssen. Okay, ich sprint einfach durch. Scheiß auf die Gegner. Ey, bei dir sieht das so lächerlich aus, wenn du rennst. Wie so ein Zwerg auf Meth. Im Prinzip ist es auch nicht wirklich arg viel anders. Wie so ein Kleinwüchsiger. Ist halt, oha! Oha. Was war denn das? Heile mich! Moment, ich kann nicht! Wie, du kannst ich hab nicht. Keine Medikits mehr! Oh, Schützern! Okay. Alter, Beta! Ja. Was ist denn? Cool, was hier läuft. Das ist gar nicht cool. Ich hab's nicht bestellt. Ich renn da durch. Den Scheiß gebe ich mir nicht. Ja, ich komm gleich mit. Die sind down. Oh, die alte noch nicht. Fang den Hammer. Hure. Hure. Babylonisches Vibe. Jetzt aber. Du musst auf deinen Schuss warten, Mann. Ja, meine Charge-Attack ist ein bisschen stärker. Zum Glück. Okay, bist du schon bei dem Kollegen vorne? Ja, so gut wie. Okay. Oh. Ohne Shotgun wird es eine ganz traurige Veranstaltung heute. Ich glaub's allerdings auch. Die sieht man echt nur noch mit der Shotgun in der Hand gerade. Ey, wer so schnell eine Shotgun nachladen kann, der ist dafür geboren. Da brauchst du nichts anderes mehr, ohne Witz, Mann. Mein bionischer Arm. Also ist irgendwie beim Footballspielen gelernt. Das ist eine Bewegung, die man da hat. Nennt man in der Dusche. Ah, okay. What is it? A coil? A coil! I was building a weapon, wasn't I? Thank you for being so patient with me. Here, take this schematic. Ist doch noch gar nicht so alt. Der ist nur alt, wenn es dunkel ist. Irgendwie schon.
Reizstromtherapie, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Ja, ein Bauplan. Da gehe ich jetzt mal. Schauen, was er kann. Wo kann man den denn drauf machen? Wo ist er dann? Ganz unten irgendwo. Hier. Auf den Zweihänder wird es gehen. Auf die Feuer. Aufs Katane wird es auch gehen. Okay. Ey, das Ding ist aber gut. Von den Stats her ist es echt gut. Ah, hier, Reizstrom. Reiz Machete. Oder Reiz? Reiz. Reizstrom. Also du sagst Reizstrom. Reizstrom, nein, nicht Reizstrom. Ein Reitstuhl? Das ist kein Pferd. Strompferd. Nee, Reitstuhl, du bist dran. Das ist dein Lieblings-Pokémon, Reitstuhl. Reitstuhl. Reißt die Weiterentwicklung von Raichu. Der Reitstuhl. Reitstuhl, Mann. Ist das Stuhlgang, der beim Reiten entsteht? Weißt du, wenn du da so auf dem Gaul sitzt? Elektrischer Stuhlgang, durch die Reibung halt. Und auch Reibstuhl genannt. Der Reibstuhl? Auch Reibstuhl genannt, ich hab einen kleinen Reibekuchen in meiner Hose. Oh, Reibekuchen in der Hose macht keinen Spaß. Oder? Das macht keinen Spaß. Falsch verstehen. Ich hab Spaß in der Apfelmus dazu. Wer brüllt denn da so? Ist ja gut, Lady, ich geh ja schon. Runter von meinem Rasen. Ich glaube auch. Irgendwas muss ihr Problem sein. Was? Moment, was hat eben gerade gesagt mit Tripper? Ach, hier ist er ja. Let's talk so we're not gonna be nuked. Why the hell did you lie to us? Look out! I had to get you to move, all of you. Was schreist du denn? The nuke was the only way, and it worked, didn't it? I got us here after all. I simply did what I had to do. You're no better than Serpo or any of those other asshats. I'm not trying to make fucking friends, right? I'm trying to get us off this damn island, all of us. And the simple fact is that when Serpo gets here, he's not going to rescue these people. He only wants you. And I'll be damned if I let everyone else die, understand? And that's why we're taking the chopper from him. Heads up! I don't see a fucking chopper, do you? Of course you don't, because they don't know to find us. Getting their attention is the easy part. We just need to burn something on the roof. Something that pumps out a lot of smoke and is easy to control. You worry about that, and I'll take care of the rest. What about old movie reels? Isn't that how they got Hitler? That's a good idea. Especially since it means we won't have to go outside and see. Hat er gerade Hitler gesagt? Ich glaube ja. Wie Hitler verstanden, oder? Da stand auch Hitler unten. Oh, ein Katana. Endlich mal was Gescheites. Hitler ist durch alte Filmrollen gestorben. Get those reels to the roof as soon as you can. I don't want to miss the chopper. Tell me when you're ready. I'll meet you up there. Der erinnert mich total an den Typen von Kommandos, Mann. Kennst du noch? Ja, ja. Hitler hat alte Filmrollen eingehabt. Echt? Ein Haufen davon, Mann. Ganzen Haufen. Filmrollenstaub. Can't we just collect some wood? Cardboard boxes? Many of these are very rare originals. Look, we miss that chopper, we all dead. We need to show him where we all are. Day. You're right. Of course. I'm sorry. I keep thinking in terms of how the world used to be, and not what it's turned into. There are some old genre films in a box. Please, pick as many as you need. Thanks, Jackie. You probably just saved our asses. Komm schon, wer will diese komischen Art der Filme überhaupt sehen? Damals Hitler im Bunker, der Krieg ist verloren, zündet die Filmrollen an. Ich war grad, hat sich mitgekriegt und zu viel von dem guten alten Filmrollenstaub eingeatmet. Okay, ich hab eine komplette Kiste einfach mal mitgenommen. Ja, Stummfilme sind am schlimmsten, weißt du? Die brennen gut scheinbar. Ja. Schwarzer Rauch, Mann. Hast du die mit dem weißen Rauch? Falls wir einen neuen Papst finden da oben. Falls wir einen neuen Papst gründen da oben, dass wir auch gleich weißen Rauch dabei haben. Ja, hier hin. Wie watschelst du eigentlich? Man nennt dich die Geisha. Das sieht so lächerlich aus. Also, dann machen wir mal den Adolf. Ich wollte gerade sagen, zünd meinen Scheiß an. Tief einatmen. Hallo? Oh, jetzt. Achtung, Vorsicht! Die Berg ist brennend. Ging irgendwie nicht. Wer pinkelt die wieder aus? Ja, und nun? Sollen scheinbar auf den Heli warten. Oh nein, guck mal hier. MG da oben. Das bedeutet... Oh. Oh.
Genau der Scheiß. Ja, ich höre sie schon. Genau der Scheiß. Ich geh mal kurz hoch. No shit, Sherlock. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß, ja? Wie zur Hölle sollen Zombies aufs Dach kommen? Ich hab keine Ahnung. Scheinbar sind irgendwie Reinhold Messner Zombies. Die haben am besten gelernt. Müssen wir da rüber? 65 Meter? Wenn wir hier nur rüberspringen könnten, ne? Ah, shit. Das ist der French Squad over there. Over here we got the local version of the lower nine. Guck mal hier. Kann man hier hoch? Kann man da hoch oder? Oder war das die Frage? Nee, man kann da nicht hoch. Nee, irgendwie nicht. Ich bounce davon weg. Sam B, go bouncing again. Oh, was ist das denn? Eine Postkarte. Will ich gar nicht. Aus dem Herzen Palanice. Da sind Bubis drauf. Echt? Titten? Titten. Willst du wirklich die Titten verpassen? Ah, verdammt! Ja, ich geh nochmal hoch. Findest du geile Titten? Ich weiß nicht, ich hab sie nur kurz gesehen. Für Palanoi Standard. Strichmännchen-Titten. Ah, da gehe ich aber jetzt nicht hin. Das lohnt sich nicht wirklich. Okay. Lautsprecher einstellen. Das heißt, wir müssen wieder raus. Ach, oh, so eine Scheiße. Warte, irgendwas kann ich hier machen. Was kann ich hier tun? Was willst du? Ich bounce da kurz rüber. Ich bounce da rüber, Mann, kein Problem. Mit den Hosen muss ich für den Zaun zur Verfügung stehen. Aha, okay. Das sind Vollidioten. Okay, die will irgendwie die persönlichen Fotos. Oh shit, ja. Yeah. Da habe ich einen Haufen gesammelt. Die will wieder Hundefutter. Kein Food ist auch wieder von, wie sie wieder am Rappen ist. Klomanda am Mike. Ey, ich höre sie nur. Kein Food. Heftig am MC'en, die Kleine. Was ist denn das hier? Diamond. Nice. Alright, wo bist du hin? Sound anmachen. Alter, nimm's Mike und Rap. Warte, hier ist ein CD. Voodoo? Ja, oder? Ich weiß. Nee, hier ist kein. Hier liegt eine CD, aber ich kann sie nicht einsammeln. Warum? Ah, jetzt. Natürlich, Mann. Single-CD von Sam B. Es war so klar, auf der Insel gibt's nur einen Song. Auf der ganzen Insel gibt's nur Rassisten-Country ohne Gesang, ja? Sam B. Ja, Mann. Banjo Adventures 23 heißt die andere, glaube ich. Das ist aber nicht Bump in the Night, Mann. Gar nicht Bump, was das ist läuft. Nicht Who Do You Voodoo Bitch, Mann. Das ist der zweite Song. Ich glaube, wir sollten abhauen. Warte mal, ich nehme mal eine Flare Gun. Wo habe ich die denn? Ich habe doch irgendwo... Hier. Wie jetzt? Wir müssen abhauen? Keine Ahnung, es kommen halt ultra viele Zombies angerannt. Die ficken mich voll. Sam B eben. Der macht die Stadien voll. Oh shit. Irgendeine Quest abgeschlossen, aber ich glaube, ich jogge lieber. Ey, es sind echt mies viele. Ich habe auch halt kein Medikit mehr. Evakuierung, ja, hier nach oben. Fuck, bin hingefallen. Hab mir beide Beine gebrochen. Ja, die Hosen, die waren zu teilen. Muss nur mit Zahnstochern schienen. Ernsthaft. Hilfe. Wenn man zu tight ist. Kann auch nach hinten losgehen, so viel Tightness. Das ist echt nicht spaßig, sag ich dir. Tight sein? Tight sein. Enttightet zu werden. Oder geweitet zu werden, vielmehr. Hier geht's nach oben. Die sind schon auf dem Weg, alle. Hui. Sind alle oben, ja. Ja, scheiß. Alter, wie sie da sitzen, den Hitler machen.
Ah, Mist, die mittleren gekauft. Ich brauche doch die großen. Entnervender Stab. Ich muss echt mal ein bisschen was von dem Scheiß. Ja, ich auch. Verkaufen, was ich eh nie benutze. Weg mit den ganzen Fackeln. Ich hatte eine mitfühlende Feueraxt. Tut's der auch weh, wenn sie brennt, oder? Keine Ahnung. Belohnung? Hoffentlich. Die schießen doch, oder? Ja, weiß. Wir haben dann nur ein Paket Ahoi-Brause runter. Rip. What? Woher hat er auf einmal hier den Raketenwerfer? Wer von da auspackt? Ich hab den die ganze Zeit. Scheint so. Sammy Boy. Das war ein mies schlechter Schuss. Mies schlechter Schuss. Oh, du Socke. Alter, der war direkt vor dir, Mann. Konnte das passieren? Oh Gott. Auf einmal Dying Light, ha? Lass mich raten, Haufen Zombies. Ein ganzer Haufen Zombies. Okay, wir müssen erstmal den Angriff überleben. Aber die Folge ist ja nicht schon wieder vorbei? Die Folge ist schon wieder vorbei, ja. Aber das können wir nicht aufhören, weil hier ist... Das können wir fast nicht aufhören. Ich glaube, wir müssen sie ausrotten, Alter. Leid's mir tot. Oh Gott, das ist der Perner. Ups. Sieht aus wie ein Zombie bei mir. Das sah aus wie ein Zombie. Oh, das wird aber lange dauern, glaube ich. Guck mal hier, das wird wie langsam der Balken lang dauern. Runtergeht. Es kommen halt auch keine Zombies. Doch, schon. Ich bin tot. Hilf mir, Beta! Schnell! Joggen! Oh Peter, Gott! Joggen. Oh, da bin ich weg. Nee. Ach, scheiße. Sorry. Ey, Moment mal. Wir haben doch einen Katana versprochen bekommen. Ja, der Sam, Typ ist tot, Mann. Lappen. Der Typ ist kein halt tot. Kein Katana für euch. Kein Katana. Der hatte wahrscheinlich eh von Anfang an keine dabei und das ist ein guter Ausgang für ihn. Ich hab nur geblufft, ich wollte sterben. Übel. Was jetzt? Wie jetzt? Barrikaden errichten. Oh! M72 Panzerfaust. Oh shit. Hast du wirklich dabei? Die fällt daneben. Ja? Ja, gut, ist nicht übel. Ich hatte die ganze Zeit eine Panzerfaust. Ich meine, die ist auch so klein, die übersieht man schon mal in der Tasche. Ja. Verstehe ich. Ist ja ganz klar. So, jetzt erstmal ganz kurz gucken, welche die Mollys. Die guten Mollys. Aktivieren. Kommen die? Ja, die kommen schon wieder. Von oben dieses Mal. Und auch mal Zeit, Leute. Jetzt kommt schon. Weapons ready! Warum kommt jetzt so ein Colonel? Von den. Mit so einem Trommelkommando vor ihm. Alter, hier ist ein rasender Dandy. Ich meine, das war Krieg, als noch stilvoll war. Da waren alle Dandys. Da waren alle Dandy, man, mit ihren Bärten, man, mit ihren roten Samtmänteln. Und ihren Zylindern. Ja, genau, und was weiß ich. Einem anderen guten Scheiß neben dem Töten.
Okay, der Kollege hier ist, glaube ich, ziemlich buff. Oh. Ach, Mom, ich liebe zwei Shells. Okay, das war die letzte. Alter, respektier meinen Stab. Was ist denn bei dir los? Kann sein, dass die Horde nicht mal schwächer wird? Doch schon, aber minimal. Was ist das denn für ein Angriff? Ganz merkwürdig. Oh, der Kollege da hinten, der Dude ist immer irgendwie im Bedrängnis. Das macht ihm auf jeden Fall keinen Spaß hier. Unangenehm, echt unangenehm. Ja, wenn ich er wäre, würde ich nie mehr zurückkommen, auf jeden Fall nicht. Es nimmt gar kein Ende. Das nimmt absolut kein Ende mehr, nee. Ganz easy draufspringen. They're coming, erzähl mir was Neues. Sag Bescheid. What the war das eben gerade? Ich habe ihn noch in der Luft getroffen. In der Luft noch. Habe ich den gerade irgendwie golfspielermäßig einfach weggeprügelt und du hast ihn dann angezündet im Flug? Tiger, die alte Wutz? Absolut. Anders kann ich es mir nicht erklären. Weapons ready! Selbst Perner kann es nicht. Down. Okay, wir machen schon Fortschritt, aber sie sind lächerlich. Wie kämpfen die denn? Ja, das kann eine ganze Weile noch dauern, bis wir hier wirklich die Horde platt. Ey, wir haben drei Striche. Yay. Fortschritt. Da. Ich meine, kleiner als Pernas Hoden, aber trotzdem. Fortschritt ist Fortschritt. Wie jeder zu jeder Zeit irgendwie Hilfe braucht. Muss man denen helfen? Können die denn wirklich sterben? Ich weiß nicht, also sie haben einen Energiespalten. Spiel verloren. Oh, ich bin tot. Nicht, dass wir diesen... hier in die Palme gedrückt. Ah, fuck. Nicht, dass wir den Scheiß nochmal machen müssen. Ich rette die halt. I die with the order. Hey, hier drüben. Stamina, please. Der Typ, der irgendwie okay. Nie Text hat. Der Typ, der nie Text hat? John, meinst du? Oder ich mein, ja. Redet der groß? Nee, ne? Nicht wirklich, so ein bisschen irgendwie. Hält er sein Ding rein, aber hält dann auch meistens relativ schnell wieder die Klappe. Man merkt, dass keiner ihn leiden kann. Armbanduhr, nice. Die habe ich jetzt gebraucht. Jupen noch die Armbanduhr gemobst. Weißt du, wie lange der Kampf hier gedauert hat? Ich sehe schon, es wird eine XXL-Folge hier mit diesem Überlebenskampf am Ende. Ja, das wird eine XXL-Sonderhoden-Folge. Absolut. Wo sind der sie denn? Der Scheiß hier wird ziemlich lang. Oh nein. Oh Gott, Granny. Omi auch noch. Omi am Start. Granny Woods. Oh, mein Stab. Mein Stab ist voll Schrott. Ah, oh, scheiße, Mann. Alter, wo ist die Oma? Wo ist sie denn? Ich hab keinen Plan. Oma muss weg. Die Oma muss weg. Ich häng fest in dem Motor. Er hält nur die Shotgun. Einfach wegbratzen. Hey, übel. Reinhalten. Bratzer Marker Faun. Ist er down? Ja, hier drüben liegt eine Oma auf jeden Fall. Wie, der ist nicht down. Jetzt aber. Ich kann hier auf jeden Fall und das Regenmäntelchen. Hast du gerade sneaky am Griechen, Mann. Und das Regenmäntelchen schauen. Mann, ich sag ja, mein Gehirn ist auch voll durch. Die Hitze, die Leute wissen gar nicht, was mir hier antut. Absolut nicht. Ey, mir läuft die Scheiße, weißt du, Arschwasser. Ich hab voll das Nackenfett. Nackenfett, Mann. Ich bin schon mit Walöl eingerieben. So fühlt sich's an auf jeden Fall. Ich kann direkt nochmal duschen gehen. Im Sommer Let's Play ist echt eklig. Das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle. Oh, ich habe keine Munition. Hier war doch irgendwo noch ein Päckchen. Der Rechner macht es nicht wirklich besser. Boah, hier Zombie Barbecue. Bin ich eingeladen?
alle machen mit. Genug Fleisch da hoffentlich. Und die Filmrollen, die brennen und brennen, also echt robust, ne? Es ist Qualitätsrauch auf jeden Fall. Das ist eigentlich nur Plastik, es schmilzt eigentlich direkt davon. Ja, das ist Premium-Rauch. Kann man sich nicht beschweren. Oh Gott. Immer schön brennen, Jungs. Immer schön brennen. Ohne Schiss. Löschen ist keine Lösung. Ey, warum ist der denn so tough? Die Shotgun ist so geil. Mit so einer Munition. Naja, ich habe leider auch keine mehr. Gerade die letzte Shell verbraten. Oh, ich muss reparieren. Oh shit, da bin ich down. Ich habe gerade irgendwie nicht wirklich viele gesehen. Plötzlich bin ich umgefallen. Zu viel alte Filmrolle eingeatmet. Wahrscheinlich, Mann. Ich bin Hitlers Tod gestorben. Hat schon den Adel weggerafft. Des Führers Tod bin ich gestorben, Mann. Original Tod auf der Führertour. Ja, Mann. Was meinst du, was der Film eingeatmet hat, Mann? Sissy und so ein Scheiß. Oh, wir haben die Horde gleich down, Mann. Ah, Mann, Beta. Yep. Was geht? Ich bin down. Gib mir mal hier Helping Hand. Ich habe kein Medikit mehr, sorry. Oh, es geht voll ins Geld. Es ist übel. So eine Horde ist ganz schön teuer. Nicht nur in der Anschaffung, vor allem die Haltung. Alter, was ist eigentlich mit den Zombie-Ladies los? Warum schlagen die auf mich ein? Ach, hinter mir ist noch jemand. Es kommen nur Frauen, nur so alte Babuschkas. Ey, übel, Mann. Wobei, die sind gar nicht so alt. Aber hartnäckig, Mann. Die with honor. Wir müssen mit Ehre sterben, Mann. Immer mit Ehre. Merkt man, die ist Asiatin, ne? Übel. Da muss noch ein bisschen Ehre mit drauf. Ansonsten Seppuku. Noch einen schönen Klacks Ehre obendrauf. Mit Ehre schmeckt alles besser. Das ist asiatische Magie. Ich meine, Soja ist asiatische Magie, aber Ehre Soja irgendwie schon. Ist Ehre. Soja. Meinst du, dass es flüssige Ehre ist? Ich habe das Gefühl, dass Soja der Onkel von manchen Asiaten ist. Mein Onkel Soja. Also ich hätte Soja gern als Onkel, Mann. Köstlichste Onkel aller Zeiten. Soja ist das Beste. Wenn er Soja wäre, auf jeden Fall. Und jetzt die letzte Welle, oder? Können die Zombies mal kommen, dass wir fertig machen können? Last Wave. Ich rede auch nur noch Bullshit. Soja-Onkel. Ah, ja, okay, ich rede immer Bullshit. Aber ja, Mann, jetzt ist gerade besonders schlimm. Ich meine, der köstliche Soja-Onkel, Mann. Ich habe schon die totalen Sprachfehler und alles kaputt. Ja, ich habe auch voll den Hänger. Egal. Ist zu heiß. Ich schieße Zombies im Sturm. Ich habe viele Dinge gelernt, wie Hitler ist damals durch alte Filmrollen krepiert. Das war mir auch neu. Das kam noch nie in der Doku auf N24. Warum verschweigen die das? Ist es ihnen zu peinlich gewesen? Hat aus dem Jenseits angerufen. Leute, ihr dürft nicht sagen, wie ich gestorben bin. Sagt nicht die Wahrheit. Genau. Es war die Pille. Lügt. Eva Braun hat mich um die Ecke gebracht. Es war die gute Luga in meinem Mund. Die Alte redet einfach zu viel. Ich habe eine Irrsinnsrakete aufgenommen. Was ist denn bitte eine Irrsinnsrakete? Huiuiuiuiuiuiui. Ich glaube auch, ja. Alter, Glumanda ist ein Zombie? Glumanda ist ein Zombie? Shit. Hier drüben tanzt sie doch, oder? Ja, das sieht aber kaum der aus, wenn man so gehackt ist. Das war der eben gerade mit so einem Draht hat, der die Alte von hinten erwürgt. Mit einem Draht und mit so einer Klavierseite. Hitman-Style. Mies weggehitmanned. Jetzt werden Mütter gehitmanned. Was steckt eure Mütter? Was finden sie noch gefallen daran? 4-7 stand fürs Alter. Yes! Oh, das ist leer. Shit.
Was hat doch so Spaß gemacht? Moment. Ich glaube, da vorne sind die letzten paar. Hoffentlich. Nee, da kommt noch was. Guck doch mal. Dann noch mal was. Ja. Nochmal ein Falken voll Zombies, der um die Ecke kommt. Aber irgendwie hatten sie echt keine Ideen, oder? Ich meine, die Zombies hatten wir jetzt schon 10 Mal. Man kann es halt auch irgendwie in die Länge ziehen, Mann. Also halb so lang wie hier hätte er auch gereicht. Überleben sie die Welle, weil what the fuck, jetzt wird es halt auch irgendwie. Aber das Spiel muss 30 Stunden gehen. Das ist ein Rollenspiel. Ja, aber es wird immer nervtötender. Je länger sie es ziehen irgendwie. Hier kommen immer die gleichen Zombies angerannt. Und die Filmrollen, die brennen. Und brennen, und brennen. Oh fuck, ist einer verbuggt in der Wand. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh fucking doch. Ich glaub's nicht. Oh fucking doch. Kann man den sprengen? Dann ich probier's hoffe. Mal. Und bleib. Also mich kann man sprengen. Dich kann man eindeutig sprengen. Aber er lebt noch, oder? Da ist immer noch drin. Oh, komm schon. Gut gemacht, Purna. Ja, da kannst du auch nicht raus. Drum rumgehen irgendwie. Nee. Was nun? Ja, im Prinzip können wir die Folge eigentlich hier abbrechen. Nice. Kann man den Fang schießen? Ich weiß nicht. Ich hab auch keine Kugel mehr, um zu testen, wenn ich ehrlich bin. Ich konnte ihn eben gerade anvisieren. Wo ist er hin? Hä, wo ist er hin? Oh, da ist er. Gerade mal draußen. Habe ich ihn getroffen? Ich sehe keine Lebensanzeige. Er ist doch bescheuert. Ach, komm schon. Dreck. Oh, warte. Hast du ihn getroffen? Moment. Er muss näher an die Wand kommen, dann treffe ich ihn mit dem Stab. Oh, er ist draußen. Was? Wo? Der war eben kurz draußen bei mir. Okay, bei mir ist er immer noch drin. Ja, du machst Schaden. Ein Treffer noch, mit dem Stab komme ich rein. Ich sehe ihn, bei mir ist er draußen. Aber ich kann ihn nicht treffen. Don't let him get behind you, der ist hinter der Wand, Bitch. Ernsthaft? Hat man nicht das gleiche Problem im Hauptspiel auch einmal? Ich kann den Boomerang, aber er nimmt keinen Schaden. Dann muss er irgendwie aus der Wand rausgreifen, dann kann ich ihn schlagen. Er muss das machen. Wir dürfen ihn dazu nicht zwingen. Na ja, übel. Er muss es von sich aus machen. Wenn er sich wohlfühlt. Oh, komm schon. Lass ihn mal in Ruhe. Der kommt, oder? Nicht wirklich. Vielleicht, wenn wir weggehen. Denke ich so. Ich glaube, ich habe ihn. Nein, noch nicht ganz. Aber ich habe ihn getroffen. Hey, das ist doch bescheuert, Mann. Im Stab auf eine Wand einschlagen, wenn ein Zombie backt. Der hat mich geschlagen durch die Wand. Ich sehe ihn nicht mal. Ich sehe nicht mal, wenn er Schaden nimmt. Siehst du ihn noch? Na, ich sehe halt irgendwie die Energieanzeige hinter der Wand, aber. Ja, bei mir ist er draußen. Okay, bei mir nicht. Ah, komm schon, das ist doch der größte Bockmist mal wieder in der Geschichte von Dead Island. Hey, die Rotze, die hier abgeht, manchmal ist so geil. Ernsthaft? Okay, ich treffe ihn irgendwie nicht mehr. Oh, doch, jetzt du triffst ihn. Oh, yes! Gib ihm! Wo ist er? Irgendwo in der Wand. Probier's mal nochmal. Oh, gleich geht er down. Er ist gleich down, Mann. Gleich ist er down. Der Bossfight, die Wand. Der heftigste Bossfight von allen. Ja, da war er doch eben. Du bist schon selbst in der Wand, Mann. Wahrscheinlich backen wir dann durch und sind gefangen im Paralleluniversum. Wahrscheinlich. Twilight Zone oder sowas. Ein Zombie ist dran schuld, Mann. Okay, what the fuck? Zieh mir doch mal hier in die Ecke. Alter, einen guten Schlag und er könnte tot sein. Da!
Nope, ich treffe ihn nicht mehr. Ich auch nicht. Was für Killem, du bist dran schuld, Bitch. Ah, verdammt, können wir sie tot treten? Oh, du bist in der Wand. Ich bin in der Wand. Also bei mir schaue ich einfach nur gegen... Oh, jetzt bist du bei mir auch in der Wand. Wir sind schon ganz schön tief drin in der Geschichte. Wir sind viel zu tief drin in dieser Scheißgeschichte. Nein, das wird so nichts. Wir müssen ihn irgendwie nochmal rauslocken. Ich geh mal weg. Vielleicht kommt er dann. Das klappt. Oh, oh. Und? Na, gleich, warte. Gib ihm Zeit. Streichel ihn, Beta. Streichel ihn. Warte, warte, warte. Das ist doch die schwulste Stelle aller Zeiten. Das ist die bescheuertste. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Ist er tot? Er ist tot. Oh, Wahnsinn, Kontrollpunkt. Heilige Scheiße, lass diese Folge beenden. Ja, was jetzt? Können wir jetzt gehen? War's das? Das war's oder was? Es wurden Fehler gemacht. Ja, eindeutig wurden Fehler gemacht. Eindeutig wurden hier Fehler gemacht. Unsere Schuld war es nicht wirklich. So, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich auch nicht. Es war so spannend, wie wir 20 Minuten auf eine Ziegelsteinwand eingeschlagen haben. Absolut der Wahnsinn. Es kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen was davon vorgespult habe in meiner Folge. Ich weiß es nicht. Die Leute sollen das Elend sehen. Dead Island. Bis zum nächsten Mal und Bewertung nicht vergessen. Tschüss. Haut rein.